Hey ihr Party Animals, willkommen zurück zu Alan Wake. So, remastered natürlich. Wir sind gerade auf dem Weg zur Anderson Farm. Ist hier jemand? Upsi. Barry! Barry! Du bist nicht da! Bitte! Was machst du? Was? Licht! Es tut mir leid! Oha. Das war nicht Barry. Der Schreiner war ziemlich... So, gib mir alles! Jetzt stirb! Jetzt stirb! Stirb, stirb! So hat sich das angehört. Aber schön, dass ihr zurück seid! Und danke fürs Einschalten natürlich. Was? Drücken? Okay. Also drücken heißt aufsprengen mit der Schulter. Oh! Ich kenne sie. Sie waren neulich im Gefängnis. Ich war wieder bei der Farm. Wegen dem Schnaps, wissen Sie? Er macht einen klar. Die werden ihn nicht vermissen. Die sitzen in der Klapse. Aber mein Kumpel, Danny, er ist verloren. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Das ist nicht er. Wie die schlechte Fortsetzung von echt guten Film. Wo der beste Freund plötzlich der Böse ist. Wer schreibt denn sowas? Armer Kerl. Irgendwie tut er mir leid, er war immer nett zu uns. Er war halt der Dorfbetrunkene, aber... Ich meine, die anderen sind ja verwandelt worden. Er ist einfach gestorben. Auch fies. Man könnte jetzt annehmen, das hat was mit Barry zu tun, weil er sagte, ah, der beste Freund, der böse wird. Wer schreibt denn sowas? Oh. Ich habe in meinem Kopf alle Möglichkeiten durchgespielt. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte, die sie, mich und alle anderen in dieser Stadt töten wird. Niemand wird überleben. Die Dunkelheit wird alles verschlingen. Das wollte es die ganze Zeit. Es will frei sein. Es hat Alice benutzt, um an mich heranzukommen, sie als Köder eingesetzt, um mich weiter anzutreiben. Ich werde das ändern. Ich werde entkommen. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Ich bin jetzt Protagonist. Es fühlt sich wie ein großes Risiko an, ist aber der einzige Weg, Alice zu retten. Auch ich bin wie jeder andere Akteur an die Geschehnisse der Geschichte gebunden. Sie muss logisch bleiben, damit das hier funktioniert. Es muss Opfer geben, knappe Fluchten, Spannungsbögen. In einer Horrorgeschichte ist es nicht sicher, dass der Held Erfolg hat oder überhaupt überlebt. Als nächstes werde ich meine Flucht beschreiben. Ich brauche Hilfe. Zane wird mir helfen. Ich werde es geschehen lassen. Mhm. Ja, ich meine, ja. Mal sehen, ob das alles so aufgeht. Ich will jetzt nicht wieder rummeckern. Das ist... Naja, ihr werdet sehen. So. Upsi, pupsi. Ey. Arsch. Mach mal kaputt jetzt hier den Shit. Lassen Sie mich raten. Danny, hä? Danny ist aber ganz schön großer Bursche gewesen. Oh, ich weiß nicht. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, ich wollte nicht durch eine Axt sterben, eher durch so eine Schusswaffe. Eine Schusswaffe ist wahrscheinlich ein bisschen angenehmer als... Naja, es geht wahrscheinlich auch schneller, als wenn man mit einer Axt gespalten wird. Hallo? Hallo? Ich kann nicht aus dem Fenster raus. Die Farm war immer noch ein gutes Stück entfernt. Ich brauchte ein Auto, um schnell hinzukommen. Ach du Scheiße. So. Armes Tier. Halt auch total unnötig, ne? Dass man das so erledigt hat. Wieder atmen. Oh yeah. Mark. Oh, und Blendgranaten habe ich auch bekommen. Cool. Hat sogar eine Physik.
Also dann ist es ganz schön mutig, Danny. Also er hat ihm ja fast das Gesicht zerschlagen, hieß es ja, zu Brei geschlagen. Wenn der Typ oben im Schlafzimmer das mit dem Typen da gemacht hat, dann habe ich echt... Oder hätte ich ein bisschen Schiss gehabt vor ihm. Naja, vielleicht hat er sich auch nicht gewehrt, weil er der Freund von ihm ist. Ja. Was haben wir denn? Hartman denkt über Mott und Wake nach. Ja. Für einen Moment überlegte Hartman, den Idioten zu erwürgen. Mott war böswillig, aber leicht manipulierbar. Emotional ein Kind, das nach Anerkennung gierte. Wake war dagegen viel schwieriger. Mott hatte ihm zu viel Leine gelassen. In 2 Tagen konnte zu viel passieren. Hartman musste ihn schnell wieder in den Griff kriegen. Hm. The Hartman. The Headman. Der manipulative Drecksack. Na gut, ich glaube, jetzt haben wir hier alles, oder? Oh Leute, ich hab ein bisschen Musik rausgesucht für die Stelle, weil ihr wisst ja, was passieren wird. YouTube und so weiter. Warum ist kein Kaffee auf dem Klo? Das finde ich jetzt unlogisch, dass da keine Thermoskanne steht. Thermosflasche. Entschuldigung. Offensichtlich ist das ja was anderes. Wenn Barry nicht hier war, steckte er wohl auf der Farm in Schwierigkeiten. Ich fühlte mich ein bisschen schuldig, weil ich an ihm gezweifelt hatte. Ich hatte mich bis hier allein durchgeschlagen, aber Barry war Barry. Ja. Er kommt auch zurecht, oder? Er hat's halt mit der großen Klappe geregelt und Al macht das Ganze mit seinen großen Stiefeln. Müsste doch so ein Nahkampfsystem geben, dass Al alles mit seinen Stiefeletten zertritt. So wie in Dead Space. Wäre lustig. Stirb! Die! Oh, kann ich doch zu dem Jagdstand? Oh, gibt's noch sehr viel. Ich fänd's auch voll interessant, wenn es einen zweiten Teil gibt, dass es so ein bisschen open-worldig wird. Ich würde es feiern, also. Mein. Ja, ob das dann alles hier spielen würde, ist die Frage. Auch wieder in dem Gebiet. Weil American Nightmare, das ist ja so ein bisschen aus der Reihe gerissen. Hat jetzt auch nicht unbedingt was mit der Hauptstory hier zu tun. Das wirkt mehr wie so ein angeklatschtes Ding, finde ich sogar. Von den Begebenheiten, aber. Ja, das ist auch so ganz fantasievoll gemacht. Also schlecht ist es nicht, American Nightmare. Ist sogar noch ein bisschen mehr Horror, finde ich, als hier. Aber ich werde es nicht nochmal spielen, bevor ihr vielleicht fragen solltet. Als nimm da nicht immer die Waffe. Weil, habe ich ja schon mal und es hat sich auch nichts geändert. Vielleicht kommt da irgendwann auch noch ein HD-Remake raus, wer weiß. Remaster. Remake wäre geil. Ich freue mich ja schon sehr auf das Dead Space Remake. Die Tür, wow. Jetzt hat dieses Atmen, das macht mich wahnsinnig. Hallo? Ich warte schon auf das Geräusch. Nein! Fahr jetzt! Das ist ein Pickup. Das Ding ist so... Wie viel PS hat das Teil bitte? Ich bin mal einen Punto gefahren, der hatte 50 PS. Der ging den Berg besser hoch, glaube ich. Ohne Reifenprofil. Da. Ah, ich dachte schon, dass hier wieder ein Radio steht. Und ein Jagdgewehr. Finde ich besser. Das Jagdgewehr hat richtig Wumms. Ist der Sturm, dessen Vorboten wir alle gespürt haben, endlich da. Die Jungs vom Wetterdienst sagen, dass er bis morgen früh toben wird, vielleicht noch länger. Lasst mich diesbezüglich nochmals die Vermisstenanzeige vorlesen. Die Polizei sucht immer noch nach einer Frau, 30 Jahre, schlank, blond, mit blauen Augen. Sie hat sich vielleicht im Wald verirrt und ist womöglich bei einem Autounfall verletzt worden. Wenn ihr sie seht, schafft sie bitte ins Trockene und ruft den Sheriff. Bei diesem Wetter sollte man nicht draußen sein. Also, wenn ihr jemanden seht, der ein wenig verwirrt aussieht, seid ihr behilflich, okay? Hier spricht Pat Main auf KBFFM, in der Hoffnung, dass ihr heute Abend alle im Warmen seid. Sag mal, wie viele Tage ist es... Entschuldigung, wie viele Tage ist es nochmal her, dass Alice verschwunden ist? Also, dass Al sie vermisst gemeldet hat?
Es war ja schon einen Tag später. Wenn es hier wilde Tiere gibt, erwarten die wirklich, dass sie sie noch lebendig finden? Na komm. Komm. Darf die nicht zu nahe kommen lassen, sonst machen sie ihren Ansturm. Das ist gefährlich. Ja. Dann sind die wie so Berserker und rennen auf einen zu. Ich hätte gerne so einen Überblick über das ganze Areal. Da würde ich dann eben mal gucken können, ne? Wop. Ah! Da vorne zur großen Lichtsäule muss ich hin. Überhaupt nicht auffällig. Oh, sind auch noch Gebäude. Es ist wohl ein Witz. Wärst du nicht zu sagen. Oh, und stirb. Ich habe ein bisschen angeditscht. Okay, reicht nicht. Das reicht. Okay. Aber diese Autos. Vor allem die Steuerung, dass die Kamera immer so umschwingt, wenn du mal kurz den Rückwärtsgang antippst. Okay. Nicht schlimm. Nochmal querfeld ein, ne? Alles gut. Ups. Na? Die Hütte habe ich besucht. Das ist eine Thermoskanne. Wird genau jetzt kommen 10 Gegner. Nee. Okay. Ich will sie ja nicht hinauszögern, weil das ist so ein cooles Ding, aber es wird auch, glaube ich, echt schwer. Oh, 5 Meter laufen, erstmal an die Tanke fahren, die 5 Minuten und Kippen kaufen, damit ich besser atmen kann. In meinen Adiletten. Ja. So. Ich werde nichts sagen, ich bin dick. Also immer noch dick, bisschen. Aber ich habe eine viel bessere Ausdauer als dieser schlachsige Alan Wake, ne? Okay. Muss ich wohl laufen jetzt, ne? Upsi. Ja, das scheint wohl der einzige Weg zu sein und ich habe wohl auch jetzt alles soweit abgesucht. Böse. Ich hab ganz neuen Respekt vor Baufahrzeugen hier. Ja. Hallo. Huch. Ja, komm. Ein bisschen was von The Search hier, ne, das Teil. Da gab es ja auch diese krassen Baumaschinen in The Search 2. The Search. Auch komisch, dass man nicht mehr Lebensenergie bekommt. Das ist halt eigentlich schon wirklich so ein bisschen dafür ausgelegt, dass der Kreis größer wird. Weil sich irgendwann schließt, aber nö. Was für eine riesige Farm das ist hier. Fall gesehen.
Wart ja nur drauf, ne? Wie der so ein Arsch von oben anspringt. Ja, du willst wieder unbedingt das Leuchtgewehr, die Pistole, ne? Unbedingt. Ja. Das Timing gesehen eben. Ah! Au! Warum kann man nicht ausweichen und den Nachladevorgang abbrechen, Mann? Verpiss dich! Ja, ja. Das finde ich immer noch ein bisschen blöd, dass man das... Ich mach das halt immer aus Reflex raus, dass ich dann nachlade. Und dann kann er nicht ausweichen, weil er so beschäftigt ist. Wow, kein Klopapier. Guck mal, der Eimer. Oh, viel Spaß beim Saubermachen. Der Kacke-Eimer. Und hier gibt es sogar ein kleines Grab. Alter, was? Okay, das ist cool. Das wusste ich nicht, dass das kommt. Wow, das ist cool. Das habe ich, glaube ich, damals nicht gefunden. So alt, da steht nicht mal was drauf an Namen oder so. Aber das war ein cooles Detail gerade. Das Dunkel holt sich einfach alles. Hallo? Hallo? Ja. Oh, es atmet wieder, da ist doch bestimmt irgendwas. Im Sammeln. Ne, okay, ich habe ja schon alles hier vorne. Es atmet auch wieder, Alan. Alan! Ah, guck mal hier, die Konzert... die Sitze da. Und Feuerwerk. Hätte die Raketen. Also ihr werdet... ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Soll ich das komplett muten jetzt, die Musik? Ich glaube, ich muss die Musik komplett muten für den Akt. Ja, ich muss die Musik leider komplett muten und dann mache ich sie danach wieder laut, weil... Es klingt halt doof, wenn man die Schussgeräusche nicht hört, sondern nur... Oh, das ist eine Thermos. Sondern halt wirklich nur, ja, dann die Musik, das wirkt dann ein bisschen befremdlich, finde ich. Ohne Action-Sounds. Ich wusste, tut mir leid, dass die Brüder mal sowas wie Rockstars waren, aber so richtig kapierte ich das erst, als ich die Bühne sah. Das ist so geil. Lauf! Sie kommen! Es sind zu viele von mir! Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson. Halt die Klappe und schieß! Das ist eine Taschenlampe. Hey, wir müssen sie abwehren. Ich kann nicht mehr aus mir von dem Feuer bekommen. Nimm das! Oh. Mach jetzt, Barry! Taschenlampe ist halt mega. Hey, ich behalte das Gewehr, danke. Die Arschgeigen denn. Hey.
Oh. Oh. So, Dad. Wie kann ich denn? Oh. Wer hätte es gedacht, ne? So, ich muss die Musik wieder. Ich hoffe, das Musikstück hat nur annähernd irgendwie reingepasst. Ich habe echt lange gesucht, aber ich habe nochmal so durchgeklickt durch ganz viele. Das ist halt so ein geiles Stück. Und die Taschenlampe ist übrigens auch richtig geil. Ist auch ein geiles Stück. Hey Al, hier geht's zur Farm. Ja, ja, chill mal kurz. Ich muss gucken, gibt's hier noch was? Ne. Ja, die Taschenlampe ist halt richtig, richtig gut. Die hat so viel Power, die schmilzt die Schatten weg. Hm. Ach, guck mal. Siehst du, kein Grund zur Sorge. Dein Starschnitt ist wie neu und da, wo er sein sollte. Ich hole ihn, sobald wir den Ort gesichert haben. Klar. Na toll. Darum habe ich mir am meisten Sorgen gemacht. Dieser dumme Starschnitt, ey. Wir müssen das Ding aus dem Weg schaffen. So weit bin ich gekommen, bis sie mir aufgelauert haben. Na, okay. Hier noch was? Haus der Andersons. Aber das ist ja mehr so ein Farmgebäude. Warte mal. Sind sie noch da durch? In dem Gebäude? Nope. Aber hier liegt noch eine Seite. Sehr gut. Oh nein, ich habe welche vergessen, oder? Das denke ich immer. Nightingale findet das Manuskript. Während die Deputies Wake und Wheeler wegschafften, untersuchte Agent Nightingale den Papierstapel, den Wake bei sich gehabt hatte. Er war unvollständig. Ein wahlloser Stoß von Seiten. Doch er reichte. Er sah seinen eigenen Namen inmitten anderer. Seine Hände zitterten. Endlich der Beweis. Er hatte Recht gehabt. Recht mit was, dass er verrückt ist? Nightingale. Nightingale. Ja. Ah. Okay. Wir hören wohl alles hier gefunden zu haben, aber da müssen wir noch Seiten. Hey, warte mal, da vorne. Da ist so eine Seite. Verdammt.
Ich hoffe, ich kann noch... Ja, bestimmt kann ich noch da zurück. Ja. Wäre auch doof, wenn jetzt hier eine Levelgrenze wäre und ich nicht mehr die Seite holen könnte. Come on, Al. Und wo sind wir? Die anderen beiden, ich hoffe, die finde ich noch. Mulligan hinterfragt Nightingales Befehle. Deputy Mulligan ignorierte Thorntons Geschwätz. Er hielt Atoren nicht für besonders nützlich und eine große Menschenjagd hielt er für Schwachsinn. Kein Grund, Kaffee und Kuchen zu verpassen. Es war ja nicht einmal klar, was er getan hatte, außer auf der Wohnwagenanlage vor ihnen zu fliehen. Mulligan wusste, dass er nicht allein war. Der Sheriff verlor auch die Geduld mit dem FBI-Mann. Ey, vor allem für Kuchen, ne? Da muss schon was Schlimmes passieren, dass ich Kuchen liegen lassen würde. Ja, kann ihn verstehen. Kann ihn echt verstehen, dass er wegen Kuchen so ein bisschen rebelliert. Ja, aber es ist nichts mehr jetzt, oder? Nachdem ich jetzt noch eine Seite irgendwo leuchten sehen, aber komm, vergiss es. Ist auch mal gut irgendwann mit meinem Seitenfetisch. Aha. Guck mal, so ein Kackeeimer hier. Überall die Kackeeimer. Haben sie aber gut mitgedacht, wenn man jetzt gerade hier auf dem Gerüst arbeitet und man eben muss, dann ist was in der Nähe. Fein. Aber guck mal, auch direkt die ganze Dunkelheit verschwunden. Ich glaube, Alan Wake hier möchte etwas loswerden. Wie war das, Al? Oh, ich bin Alan Wake. Ich liege immer richtig. Wenn ich nicht kriege, was ich will, schmolle ich den ganzen Tag lang. Ernsthaft und launisch, auf mich anziehend und geheimnisvoll. Jetzt gerade stehe ich hier nur rum, weil mir mein bester Freund Barry helfen muss. Aber schon okay, er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Das war eine tolle Showeinlage. Ja, das war ziemlich gut. Willst du meine Barry Wheeler-Imitation sehen? Nein? Na klar. Ja. Hey, seht mich an, ich bin der blasierte Schriftsteller. Ein bisschen gefährlich übrigens, dort drunter durchzulaufen. Wow, sieh dir das Ding an, Al. Die haben die Wikinger-Nummer echt auf die Spitze getrieben. Ja, Thor und Odin sind auch cool. Das sind ja auch die echten. Sieh dir das ganze Zeug an. Die waren gut im Geschäft. Warum habe ich noch nie von diesen Kerlen gehört? Und das von dir, der Ozzy Osbourne nur aus Reality-Shows kennt. Wow. Habt ihr gewusst, dass Ozzy Osbourne ein Lied gemacht hat mit Post Malone? Ist gar nicht mal so schlecht. Und ich, generell, ich mag auch Post Malone, also, ne? Hab ich sofort erkannt. Ich habe gedacht so, wow, wer imitiert da Ozzy so gut? Und nein, es ist Ozzy. Krass, dass der noch Musik macht. Ich meine, wie alt ist denn Ozzy Osbourne? Ich meine, er ist der Prince of Darkness, also. Deswegen wird er wahrscheinlich schon ein paar hundert Jahre leben, aber. Nein. Trotzdem, ich find's cool. Kann man sich mal anhören, auf jeden Fall. Guck mal, diese ganzen Schilde und das Langschiff hier. Ich sag ja, Thor und Odin, das sind auch die echten. Also, falls man denkt, das sind einfach nur Faker. Nö. Das sind die echten. Und ich meine, die sind ja sowieso aus, wo kommen die eigentlich her, Remedy? Aber ich meine, Poets of the Fall ist auch eine finnische Band, also... Die Anderson-Brüder in den 70ern. Es ist 1976 und auf der Anderson-Farm tanzt der Bär. Auch wenn es jeder Logik spottet, ist die berauschendste Zutat ihres selbstgebrannten, ungefiltertes Wasser aus dem Cauldron Lake. Die Andersons fühlen sich wie Götter. Odin kann nicht aufhören zu lachen. Er überlegt, sich ein Auge herauszuschneiden. Thor rennt über das Feld, nackt, mit gellenden Schreien. Mit dem Hammer in der Hand versucht er, den Blitz zu fangen. Ihre Lieder haben Macht. Etwas Uraltes rührt sich in der Tiefe. Kehrt zurück. Okay, also sie haben definitiv nicht alle Latten am Zaun, aber... Das Wikingerboot sah beeindruckend aus. Fast wie ein Rambock. Al, hast du da gerade etwa eine Lösungshilfe gegeben? Für Spieler, die nicht Interaktionspunkte erkennen können. Oh, das ist auch ein Schild zum Lesen, 100 pro. Old Gods of Asgard, die Ragnarok-Tour 1975. Der Zorn der Götter wird kommen. Ja, cool. Keine Pappaufsteller mehr hier. Barry?
Ich glaube nicht, dass du da stehen willst. Wow. Sagte er, als er beinahe gestorben ist. Schnellen vertragen nur zwei. Das war so einen aus der Knarre hier. Ein Glück muss man nicht gegen die beiden, also ich spoilere jetzt einfach mal so, man muss nicht gegen Thor und Odin. Hätte ich auch ein bisschen gemein. Ich glaube, wir könnten hier durch, ja. Rockerbrüder. Auch wenn die ein bisschen über die Stränge schlagen, mit Leuten verletzen und so, ne? Das Ding sieht fies aus, diese Kralle für Baumstämme. Oh, ich hab so ein bisschen Eierhals. Ich hab schon wieder so viel aufgenommen heute. Ich muss halt vorarbeiten. Ach, cool. Macht ihr mal, ne? Ey. Böser Strom. Upsi. Hättest doch voll in den Strom rennen können, Kumpel. Wäre auch gut gewesen, glaube ich. Auch eine coole Taschenlampe, dass sie leuchtet, während du Batterien nachlädst. Ohne dass die Kontakte zusammengreifen. Barry, bist du da hingekommen, bitte? Sag mal, abgehängt. Unverschämt. Oh. Nee, ist der Strom. Ich dachte, da blinkt noch was. Irgendwas? Nee. Barry. Aha, Moonshine, hä? Huh? Wow, diese alten Knacker hatten echt was am Laufen. Weißt du was, Herr? Wenn wir hier lebend rauskommen, werde ich die vermarkten. Ja, ich verkaufe dieses Zeug online, leihe eine Fernsehshow an und bringe eine neue Single raus. Na, viel Glück damit. Hey, du findest für uns einen Weg nach draußen. Ich sehe mir das Zeug mal genauer an. Aha. Naja, gut, man muss jetzt nicht immer auf Krampf so eine Revival-Tour machen oder Revival-Album. Ich finde, bei manchen, ich will jetzt keine Namen sagen, kommt das nicht so gut. Sei vorsichtig, Al! Ich meine, Dio zum Beispiel hat auch noch gerockt. Bis zu seinem Tode, ne? Leider. Leider Tode. Aber es gibt halt auch Bands, die sollten nicht unbedingt... Naja. Ich wünsche mir ja Modern Talking. Wow. Alter. Das ist vielleicht ein Arsch. Alter,
Ich vermisse Modern Talking sehr. Halt die Augen offen, ja? Nee, gar nicht. Da kommt bestimmt gleich wieder so ein Sprintefix hier. Angehüpft. Ja, ich hör's schon. Es fehlt halt immer noch eine Manuskriptseite, aber ich glaube, hier war irgendwo noch eine ganz oben. Wenn ich mich recht erinnere. Hey, ob nochmal Radio. Aha, gut, dass ich die schon hab, die Hochleistungslampe. Geiles Teil. Wie die regelmäßigen Zuhörer unter euch wissen, arbeite ich häufig mal die Nacht durch, aber da bin ich nicht der Einzige. Die Deputies Mulligan und Thornton nehmen sich ein paar Minuten ihres hektischen Terminplans frei, um sich hier zu mir zu gesellen. Deputies, wie beschäftigt sind sie gerade? Ich meine, das Hirschfest steht quasi vor der Tür. Ich wette, das hält sie auf Trab. Ziemlich, ja. Ehrlich gesagt, wir hatten einige andere Sachen um die Ohren. Aber das ist noch eine laufende Ermittlung. Deshalb können wir darüber noch nicht reden, Thornton. Ich wollte auch nicht sagen. Ich wollte nur erwähnen, dass wir auch andere Eisen im Feuer haben. Und wie würden Sie Ihr Pensum mit dem vom letzten Jahr vergleichen? Mir kommt es derzeit recht friedlich vor, aber die Menschen werden zu dieser Jahreszeit gerne etwas wilder. Oh, und wie, Pat? Es ist ziemlich wild. Es gab jede Menge Probleme dieses Jahr. Vandalismus, Schlägereien, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und eine ganze Menge Menschen sind verschwunden. Ja, ja, es ist im Großen und Ganzen das übliche, Pat. Nur wissen Sie eine ganze Menge mehr davon. Kommt es nur mir so vor oder wird auch das Hirschfest mit jedem Jahr wilder? Die Leute wirken noch betrunkener oder sie fangen früher an, sind jünger. Das geht definitiv nicht nur Ihnen so, Pat, aber... Definitiv, Pat. Hey, ich rede gerade so... Mist, jetzt habe ich meinen roten Faden verloren. Nicht nur mir. Haben die echt Faden? Richtig, ja. Es wird wilder, Pat, aber eigentlich scheint der ganze Ärger von erwachsenen Männern auszugehen. Die Kinder benehmen sich dieses Jahr wirklich gut. Schön, wenigstens das zu hören. Deputies, ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie hier gewesen sind. Ich lasse Sie jetzt weiterarbeiten. Gern geschehen, Pat. Ja, gern geschehen, Pat. Ja, ist auch so ein Grund, warum ich zur Karnevalszeit nicht in Köln sein will. Das ist nicht schön, dieses Massenbesäufnis manchmal. Na gut. The Berries. Ja. Das Strom gemacht. Oha, schon wieder so eine Winde hier. Also nicht Winde, sondern so ein Aufzug. Immer irgendwas, was an Kabeln hängt, ist gefährlich in dem Spiel. Auf der anderen Feldseite sah ich das Gebäude, das Haus der Andersons sein musste. Es war nicht weit weg. Ich machte mir keine Sorgen um die Streifzüge von zwei ausgebrannten alten Typen. Die hatten das Gebräu. Oh, Kette Sage. Alter, warum? Stiefelchen. Der Kerl, ne? So schwer, ne? Ich sag ja, die Bosse könnten ruhig ein bisschen knackiger sein manchmal, aber wenn man die Wendigkeit, also die nicht vorhandene Wendigkeit ausnutzt, dann kann man sie einfach ganz schnell austricksen. Oh, hi, Girls. Aufgefallen, es gibt eine männliche Gegner im Spiel. Die Taschenlampe ist halt einfach die beste. Guck mal, wie weit die reicht. Alles klar. Danke für die Facts, aber... hätte jetzt auch nicht das Leben gerettet. Oh. Nee. Glaube ich dann nur auf die andere Seite des Zauns, oder?
Aber ich muss ja hier zum Haus. Nee. Ach, die Silotür sollen wir für Barry. Ja, okay, der kann warten. Ich glaube, das wäre nur. Wäre nur dafür da gewesen, dass das Ding das einreißt, dieser Mähdrescher. Oder wie auch immer das Ding heißt, dass die Heuballen hier auch zusammenrollt. Ist das ein Mähdrescher? Macht der beides? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie Farm Simulator gespielt. Tut mir leid. Ah. Nee. Ah, da habe ich doch eine Seite übersehen irgendwo. Ach komm, juckt. Juckt! Oder? Nee. Vorne der Blitz. Ich dachte gerade, hä? Da kommt noch was? Habt ihr schon keinen Bock mehr? Al? Bist du das da draußen, Kumpel? Ja, ich bin's. Warte! Ich suche den Schlüssel für die Tür. Ich brauchte den Schlüssel, um Barry rauszuholen. Aha. Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Ich hätte es nicht vermutet. Hey, was dauert da so lange? Hier ist alles verstaubt. Du weißt doch, meine Allergien. Aha. Alles gut. Na los, Al, mach die Tür endlich auf. Mir gefällt's hier drin gar nicht. Los jetzt, Mann. Mhm. Ich warte auch die ganze Zeit drauf, dass uns wieder irgendwas anhüpft, aber ich glaube, wenn Barry dabei ist, passiert das nicht. Hallo? Ich glaube, wir müssen das Tor gemeinsam öffnen. Das sieht ziemlich schwer aus. Nee, sieht's eigentlich gar nicht mal. Soll ich von hinten schieben? Ach. Wow, ernsthaft? Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn ihr beide eine Seite... Ja, Al hier, der krasse Typ. Hey, ich glaube, da ist die Farm. Wir sind fast da. Diese Farm ist ein Sammelpunkt für Durchgedrehte. Das ist ja ganz wie zu Hause. Also ich mir aufgefallen, die Remedy-Hauptcharaktere sind immer ziemlich krass. Sei es jetzt Max Payne, sei es Alan Wake, sei es... Oh, ich weiß ihren Namen leider nicht. Aus Control. Aber sie ist halt auch super tough. Die sind alle super tough. Das sieht so geil aus, wie so ein Langhaus. Old Gods know the truth. Die alten Götter wissen die Wahrheit. Oder kennen die Wahrheit. Na, ob unser Odin hier auch in die Zukunft sehen kann und Magie beherrscht. Dadurch, dass er sein Auge hergegeben hat. Also das war für die Zukunft. Die Magie hat er sich ja unerlaubterweise selbst irgendwie... War es nicht so, dass da nur die Frauen Magie erlernen durften? In Asgard? Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich freue mich aufs neue God of War übrigens sehr, weil Thor sieht nicht so aus, wie man ihn erwarten sollte. Also nicht wie Chris Hemsworth, sondern mehr wie die dicke Variante in Asi. Na gut. So Leute, ich mache ja aber erstmal Schluss. Das war's für den Part. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt noch alles kommt, aber es geht nicht mehr sehr lange, das Spiel. Mal sehen. Es kommen ja noch die beiden DLCs, schätze ich. Ich habe gehört, die wären dabei. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns zu Alan Wake. Bis dann. Tschüss.